Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema in diesem Video ist ein Kommentar zu der Veröffentlichung Verbraucherschützer warnen vor Gold als Geldanlage. Dieser Satz wurde in den letzten 2 Wochen immer wieder in der Presse und im Radio, sogar in sehr seriösen Sendern wie B5, BR24, Bayern 1, Bayern 3, den Verbraucher näher gebracht. Und es macht mich eigentlich wütend, wenn eine Organisation, die für die Verbraucher geschaffen wurde, Meinungsmache betreibt und dazu auch noch aus meiner Sicht unwahre Behauptungen aufstellt, beziehungsweise Behauptungen aufstellt, die die Angst schüren, Dinge nicht zu tun, von denen man eventuell nicht möchte, dass es zu viele tun. Der Inhalt des Videos beziehungsweise dieser Videobotschaft ist erstmal Gold und Edelmetalle an sich. Dann, warum die Angst geschürt wird und was wohl dahinter steckt, welche Interessenlage. Dann die Edelmetall- bzw. Geldanlage an sich. Und dann, warum wird nicht vor Dingen vom Verbraucherschutz gewarnt, die alltägliches Brot sind und die wir täglich nutzen müssen. Fangen wir mal mit den Edelmetallen an. Edelmetallanlage ist seit vielen, vielen Jahrtausenden eine Anlageform, die die Menschheit nutzt, um Werte zu sichern. Meiner Meinung nach ist es heute noch genauso wie damals. Werte sichern heißt, wenn das Geld, das wir heute benutzen, Euro, Dollar, Yen, wie auch immer die Währung heißt, kaputt gehen sollte, was ja immer wieder passiert ist, manchmal durch Kriege, manchmal durch Währungsreformen, dann ist das Edelmetall in der aller Regel eine Wertsicherungsanlage, die auch nach diesen Einschnitten immer noch einen Wert hatte. Und dabei spielt es gar nicht die Rolle, ob dieses Edelmetall während der Zeit, in der man es besitzt, an Wert gewinnt, ob es Dividenden abwirft oder Zinsen, sondern es ist einfach eine Anlageform, die man hat und im Notfall nutzen kann. Und nur für diesen Notfall ist es auch in der heutigen Zeit gedacht. Ich selbst besitze seit über 20 Jahren Edelmetalle, Gold und Silber vor allem, und ich bin auch in meiner Beratung den Kunden gegenüber von dieser Anlageform überzeugt, allerdings natürlich nur in einem Bereich von vielleicht 10 bis 15% des Vermögens. Und das hat nichts damit zu tun, dass Edelmetalle verkauft werden müssen, sondern dass es bekannt ist, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen sollte und eine gewisse Streuung des Kapitals durchaus Sinn macht, weil wenn der Geldwert oder der Euro kaputt gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen, die sind ja dann im Endeffekt egal, dann gibt es auch noch vielleicht Aktien oder Investmentfonds oder vielleicht Edelmetalle oder auch vielleicht Immobilien, die sich von dieser negativen Trend nicht beeinflussen lassen und im besten Fall sogar in die andere Richtung wirken. Jetzt ist es so, dass die Verbraucherschützer hier schreiben, eine Anlage in Gold hat viele Nachteile und diese Nachteile sind für mich aus meiner Sicht an den Haaren herbeigezogen. Zum einen sei es relativ teuer, denn die Nachfrage ist enorm. Niemand weiß, wann Gold und Silber teuer ist. Und die Nachfrage ist aus deren Sicht vielleicht enorm,
Aber was den Weltmarkt betrifft, ist diese Nachfrage nicht enorm. Denn nur ganz, ganz wenige Personen machen den Schritt und investieren einen Teil ihres Kapitals in Gold, Silber oder Platin oder in Schmuck. Dann schreiben sie weiter, eine Garantie für steigende Preise gebe es allerdings nicht. Es gibt für nichts eine Garantie von steigenden Preisen. Es geht ja auch nicht um eine Garantie für steigende Preise, sondern es geht darum, eine Wertsicherung zu haben. Eine Wertsicherung, die auch dann, wenn alles nichts mehr wert ist, noch einen Wert hat. Ein nächstes Argument: Wer einen Goldbarren kauft und verkauft, zahlt für beide Aktionen Aufschläge und Gebühren. Das ist ja ungefähr so, als wenn man sagt, wenn du dir heute ein neues Auto kaufst, dann zahlst du Aufschläge und Gebühren, weil der Verkäufer will ja auch was verdienen. Und wenn du dann von dem Hof fährst, von dem Autohaus, mit dem neuen Auto, dann ist das Auto plötzlich 20% weniger wert, weil es gebraucht ist. Und wenn du es jetzt wieder verkaufst, hast du Verlust. Das ist übrigens nicht nur bei Autos so, das ist bei allen Gebrauchsgütern so, egal ob Fernseh, Computer, Kamera, Handy, überall, wo ich neue Dinge kaufe, verdient jemand mit. Und wenn ich es dann am gleichen Tag wieder verkaufe, bekomme ich weniger dafür. Also dieses Argument zielt völlig an dem vorbei, was hier erreicht werden soll und schürt natürlich die Angst, dass das Geld, das ich investiert habe, später weniger wäre als am Anfang. Gold ist keinesfalls ein sicherer Hafen, sondern eine riskante, spekulative Geldanlage. Es ist genauso spekulativ und riskant, Edelmetalle nicht zu haben. Es ist genauso riskant und spekulativ wie eine Anlage in Aktien. Es ist genauso riskant und spekulativ wie eine Anlage in Oldtimer oder in andere Dinge, die ich gerne habe und wo es keine Preise gibt, die von irgendjemand gesteuert werden. Wobei man sagen muss, Gold und Edelmetalle sind sicherlich gesteuert, weil wenn sie sich so entwickeln könnten, wie die Nachfrage ist, dann wäre der Preis ein ganz ein anderer. Außerdem sind viele Produkte, mit denen Verbraucher in Gold investieren können, mit hohen Kosten für den Vertrieb und Lagerung verbunden. Wenn Sie Gold und Silber bei einem Edelmetallhändler kaufen, oder in einem Schmuckhandel kaufen, dann haben Sie hier nur die Kosten der Herstellung und die Kosten, was der Markt hergibt. Sie werden sicherlich Ihre Goldkette nicht jeden Tag ins Schließfach legen, nur weil Sie Angst haben, es könnte jemand kommen und Sie mitnehmen. Vertriebskosten entstehen nur, wenn Sie Gold nicht physisch kaufen. Das heißt, Gold und Silber sollte aus meiner Sicht tatsächlich gekauft und hingelegt werden. Und zwar nicht im Tresor und nicht in der Bank, sondern zu Hause. Wenn man zu Hause einen Tresor hat, kann man sie da ruhig reintun, ansonsten ist das nicht notwendig. Die meisten Leute, die es betrifft, haben vielleicht 5.000, 10.000, 20.000 Euro in Edelmetallen investiert und jede Hausratversicherung, die Wertsachen beinhaltet, hat diese Summe in ihrem Vertrag schon bereits mitversichert, falls jemand mal kommt, einbricht und die Sachen mitnimmt, sodass da keine zusätzlichen Kosten anfallen. Hier geht es auch wieder darum, aus meiner Sicht die Angst zu schüren, die Finger wegzulassen. Auf der anderen Seite wird auch die Angst vor Einbrüchen geschürt, nämlich mit solchen Sätzen: Daheim im Wäscheschrank ein Risiko, im Schließfach der Bank teuer. Hinzu kommt, dass der Goldkurs Schwankungen unterliegt und es gibt weder eine Zinsausschüttung noch eine Dividende. Wenn ich das höre, dann möchte ich ganz gern darauf verweisen,
dass die meisten Aktien, Investmentfonds und andere Wertpapiere keine Zinsen abwerfen und oftmals auch keine Dividenden und im Wert schwanken, genauso wie es bei den Edelmetallen der Fall ist. Warum wird nicht davor gewarnt, dass man deutsche Aktien nicht kaufen sollte, weil sie keine Zinsen oder Dividenden oder beides abwerfen und im Wert schwanken? Es wird uns in den letzten Jahren permanent suggeriert, in Aktien und in Wertpapiere zu investieren, was ich übrigens sehr gut finde. Nur die Art und Weise will überlegt sein und auf die Kosten muss man sehr wohl achten. Die Frage, die sich mir stellt bei solchen Berichterstattungen: Wer steckt denn hinter diesen Berichten? Wer organisiert denn diese Aussagen? Die Verbraucherschutzzentralen oder die Verbraucher, der Verbraucherschutz in Deutschland ist, soweit mir bekannt, staatlich organisiert. Und ich frage mich, wer möchte denn vermeiden, dass der Verbraucher, der vermeintlich Kleinsparer, Edelmetalle kauft? Welches Interesse steckt dahinter, es nicht zu tun? Stellen Sie sich mal vor, es würden nur 5% der Deutschen hingehen und morgen oder übermorgen 10.000 Euro von ihrem Konto abheben und damit Edelmetalle kaufen. Ja, die Kontrolle des Staates oder der Gremien wäre weg und das Edelmetall würde dem Kreislauf entzogen. Wenn es keine Zinsen gibt, dann wird der Mensch sich andere Wege suchen. Und warum warnt der Verbraucherschutz nicht davor, das Geld auf dem Konto zu platzieren, da wo es vielleicht sogar Strafzinsen gibt? Also ich persönlich kann nur sagen, ein Teil des Geldes, das man hat, wenn man keins hat, ist es sowieso müßig drüber zu reden, in Edelmetalle zu investieren, an Orten und Stellen einzukaufen, wo man die Kosten übersichtlich im Griff hat, auf Vergleichsportalen wie zum Beispiel gold.de die Preise zu vergleichen und immer die günstigsten Anbieter zu wählen, die bekannte Münzen oder Waren anbieten. Das macht den meisten Sinn. Und vielleicht, wenn jemand jetzt fragt, ja, wie soll ich das denn machen? Meine Meinung ist, kaufen Sie am besten Münzen in Unzengröße. Die können Sie jederzeit wieder veräußern. Achten Sie darauf, dass Sie dass bei Gold keine Mehrwert- oder Umsatzsteuer anfällt und bei Silber schon. Das können Sie aber auch bei Silber vermeiden, indem Sie differenzbesteuerte Münzen kaufen. Da ist die Steuer sehr, sehr klein und kaum spürbar. Wer ganz viel Angst hat, dass sein Edelmetall an Geld, an Wert verliert, geklaut wird oder was auch immer, hat immer noch die Chance, dass er 10-Euro-Münzen in Silber kauft. Diese 10-Euro-Münzen sind ein zugelassenes Zahlungsmittel in Deutschland und das muss jeder nehmen. Der Wert ist immer 10 Euro. Es wird auch immer für 10 Euro ausgegeben, egal wie hoch der Silberpreis ist. Und da frage ich mich zum Beispiel auch, warum Banken jedem Kunden, wenn es eine 10-Euro-Münze neu gibt, immer nur eine Münze geben, obwohl er vielleicht 50 Münzen möchte. Warum die Bundesbank nicht mehr dieser Münzen druckt, wenn die Menschen danach fragen. Das sollten die Verbraucherschützer und die Verbraucherzentralen mal öffentlich machen und nicht die Menschen aus meiner Sicht an der Nase herumführen. So, das war's für heute. Wenn Ihnen der Kommentar oder diese Videobotschaft gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie meinen Kanal, erzählen Sie es weiter und denken Sie immer dran, egal was passiert, es geht immer erst um die Menschen und dann um die Sachen. Und Geld und Gold ist auch eine Sache, also nehmen Sie es nicht so wichtig. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler.